ihr Lieben und herzlich willkommen zu Daily Lenas Backstube. Wie ihr seht, backe ich heute für euch einen Kuchen. Ich liebe es so sehr zu backen und es macht riesengroßen Spaß. Wie der Kuchen heißt, verrate ich euch erst am Ende des Videos. Ihr braucht folgende Zutaten: Butter, Zucker, Mehl, Quark, Eier, Schmand, Creme fein und Pudding, Backpulver und Vanillezucker. So, jetzt fangen wir an. Als erstes tut man Mehl rein. Dann tut man Backpulver rein. Und dann kommt Butter rein. Als viertes kommt Zucker. Und dann noch ein Ei. Jetzt benutze ich meine KitchenAid und dann muss es nur noch verknetet werden. So, der Teig für den Boden ist jetzt fertig und den tue ich jetzt in meine Springform, die von der Marke KitchenAid ist, sowie meine Küchenmaschine. Und ja, jetzt tue ich sie rein. Ja, und jetzt tue ich den Teig in meine Springform. Jetzt habe ich den Teig hier reingetan und ihn glatt gestrichen. Und jetzt lege ich das beiseite, denn jetzt mache ich weiter. Jetzt mache ich die Schmandmasse und dafür muss man Zucker reintun, Schmand und geschmolzene Butter. Und zu guter Letzt Creme fein. Und jetzt muss es verrührt werden. Meine Schmandmasse ist jetzt fertig und das tue ich jetzt in meine Kuchenform. Jetzt tue ich es in die Kuchenform und ich versuche nicht zu naschen, weil es riecht so gut und es ist echt schwer. Es fällt mir echt nicht leicht, weil ich möchte immer naschen, wenn ich backe und das mache ich auch. Aber ich darf nicht zu viel naschen, sonst habe ich keinen Teig mehr. Nein, Lena, nicht vor den Leuten. Das ist doch peinlich. Also wirklich. Mein Kuchen ist jetzt fertig und den tue ich jetzt in den Backofen. Die Backzeit dauert eine Stunde. Wir sehen uns dann in einer Stunde. Bis gleich. Eine Stunde später. So, jetzt ist eine Stunde vorbei und
Hier bin ich. Und jetzt mache ich mein Baiser. Und dafür muss ich Zucker und Eiweiß reintun. Jetzt sind 15 Minuten vorbei und so sieht der Kuchen aus. Das ist mein Tränchenkuchen. Es ist ein sehr leckerer Kuchen. Er schmeckt wirklich sehr lecker und ist auch ganz einfach zu machen. Es geht auch sehr schnell und ja, es ist mein Lieblingskuchen und ihr müsst ihn auch unbedingt mal machen. Welchen Kuchen backt ihr denn gerne oder was ist euer Lieblingskuchen? Schreibt es mir bitte in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann drückt mir bitte einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Schaltet bitte noch die Glocke ein. Wir sehen uns das nächste Mal. Eure Lena!